Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem heutigen Video geht es um einen Cold Case, und zwar um einen vermissten Fall. Vermisst ist Lauren Ann Rahn seit dem 26. oder 27. April 1980. Geboren wurde sie am 3. April 1966. Sie war ein amerikanischer Teenager, der unter mysteriösen Umständen aus der Wohnung in Manchester, New Hampshire, verschwunden ist. In der Nacht ihres Verschwindens war Lauren in Begleitung eines männlichen und eines weiblichen Freundes in der Wohnung, die sie mit ihrer Mutter Judith teilte. Und diese war mit ihrem Freund auf einem Date. Irgendwann im Laufe des Abends verließ Lorens männlicher Freund die Wohnung, nachdem er Stimmen im Flur gehört hatte, in der Annahme, Lorens Mutter käme nach Hause. Ihre Freundin blieb in der Wohnung. Als Judith nach Mitternacht nach Hause kam, stellte sie fest, dass alle Glühbirnen in den Fluren des Wohnhauses herausgeschraubt worden waren, sodass die Flure völlig dunkel waren. In der Wohnung sah Judith eine Gestalt, die im Bett ihrer Tochter schlief, und nahm an, dass es sich dabei um Lauren handelt. Sie stellte jedoch fest, dass es sich in Wirklichkeit um Laurens Freundin handelte, die in dem Bett geschlafen hatte. Ihre Freundin behauptete, Lauren beim Einschlafen auf der Couch gesehen zu haben. In den Monaten nach Laurens Verschwinden wurden Judith zahlreiche Telefonanrufe von einem unbekannten Anrufer in Rechnung gestellt, die von Motels in Santa Ana und Santa Monica, Kalifornien aus getätigt wurden. Carol Jensen, eine Ermittlerin der Vereinigung Wings for Children, fand heraus, dass eines dieser Motels im Verdacht stand, die Produktion von CP zu beherbergen. Aber es wurde nie bestätigt, dass Lauren in einem dieser Hotels gewesen war. Laurens Mutter erhielt in den folgenden Jahren weiterhin anonyme Anrufe, bevor sie schließlich ihre Telefonnummer änderte. Lauren wurde am 3. April 1966 in Manchester, New Hampshire, geboren. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie noch ein Kleinkind war. Und sie wurde hauptsächlich von ihrer Mutter Judith Rahn, geborene Swanson, aufgezogen. Als Lauren 4 Jahre alt war, zogen sie und Judith nach Miami, Florida. Doch 6 Jahre später kehrten sie nach Manchester zurück. Bis 1980 wohnten sie in einer Wohnung im 3. Stock in der Merrimack Street. Lauren war eine Schülerin der Parkside Junior High School. Sie wurde als fröhliches und aufgeschlossenes Mädchen beschrieben. Eine gute Schülerin, die sich mit ihrer Mutter verstand. Sie liebte es zu singen und zu tanzen und träumte davon, Schauspielerin zu werden. Sie verbrachte viel Zeit allein auf der Straße, sprach davon wegzulaufen und hatte begonnen, Marihuana zu rauchen und Alkohol zu trinken. Ihre Tante Diane Pinault beschrieb sie als ein Engel, der eine Zeit lang mit den falschen Leuten herumhing. Am 26. April 1980 blieb Lauren zu Hause in der Wohnung. Ihre Mutter Judith verbrachte den Abend bei einem auswärtigen Tennismatch, um ihrem Freund, einem professionellen Tennisspieler, bei einem Wettkampf zuzusehen. Lauren, die sich zu dieser Zeit in den Frühjahrsferien befand, besuchte die Spiele normalerweise zusammen mit ihrer Mutter. Aber dieses Mal hatte sie darum gebeten, zu Hause zu bleiben. Lauren verbrachte den Tag in der Nachbarschaft und in einem Lebensmittelgeschäft in der Nähe. Mehrere Familienmitglieder schauten im Laufe des Tages in der Wohnung vorbei. Am Abend lud sie einen männlichen und einen weiblichen Freund ein, also einen Freund und eine Freundin. Und die drei tranken zusammen ein Sixpack Bier und eine Flasche Wein. Laurens Freunde sagten später, wie sie tagsüber im Supermarkt Weinkühler auffüllte, möglicherweise im Austausch gegen den Alkohol. Am 27. April gegen 0.30 Uhr saß Lauren mit ihrem männlichen Freund im Wohnzimmer, als sie Stimmen in den Fluren des Wohnhauses hörten. Er verließ die Wohnung durch eine Hintertür, da er davon ausging, dass Laurens Mutter nach Hause kam und Lauren in Schwierigkeiten geraten würde, wenn man ihn dort antreffen würde. Der männliche Freund gab an, dass er hörte, wie Lauren die Tür hinter sich abschloss,
als er die Wohnung verließ. Ein anderer Nachbar bestätigte, dass er um diese Zeit Stimmen gehört hatte, die sich der Wohnung näherten. Als Judith am 27. April gegen 1.15 Uhr in Begleitung ihres Freundes nach Hause kam, bemerkte sie, dass die Glühbirnen in allen drei Stockwerken des Wohnhauses herausgeschraubt worden waren, sodass die Flure völlig dunkel waren. Als sie an der Vordertür ihrer Wohnung ankam, fand sie diese unverschlossen vor. Judith schaute zunächst in das abgedunkelte Schlafzimmer ihrer Tochter und sah, dass das Bett belegt war. Sie nahm an, dass es Lorraine war. Ihr Freund bemerkte dann, dass die Hintertür offen war. Judith ging daraufhin zu Lorraine, um sie zu wecken und zu fragen, warum die Tür offen war. Doch als sie sich dem Bett näherte, stellte sie fest, dass nicht ihre Tochter im Bett lag, sondern ein Freund. Lorraines Freundin behauptete, Lorraine sei mit ihr im Bett gewesen, habe aber ihr Kissen und ihre Decke genommen, um auf der Couch im Wohnzimmer zu schlafen. Das Mädchen gab später an, dass sie sich aufgrund ihres Alkoholrausches an nichts in dieser Nacht erinnern könne. Bei einer weiteren Durchsuchung der Wohnung fand Judith Lorraines Handtasche und ihre brandneuen Turnschuhe, ein Geburtstagsgeschenk, im Wohnzimmer vor. Keiner von Lorraines Besitztümern, einschließlich ihres Geldes oder ihrer Kleidung, fehlte. Und es gab auch keine Anzeichen für einen Kampf in der Wohnung. Judith rief Familienmitglieder an, um zu erfahren, ob Lorraine bei ihnen war. Und sie und ihr Freund gingen hinaus, um die Nachbarschaft zu durchsuchen. Gegen 3.45 Uhr entdeckte Judith ein Polizeiauto, das sie anhielt, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Mehrere Wochen lang glaubte die Polizei, dass Lorraine weggelaufen war. Als sie jedoch nicht zurückkehrte, begann sie ihre Theorie zu ändern. Sie glaubten stattdessen, dass sie die Wohnung mit der Absicht verlassen hatte, zurückzukommen und dass etwas passiert war. Ein Angestellter eines Busunternehmens sagte der Polizei, er habe am Tag ihres Verschwindens ein Ticket an ein Mädchen verkauft, das auf Lorraines Beschreibung passte. Und ein Fahrer des Unternehmens identifizierte Lorraine anhand eines alten Fotos als ein Mädchen, das am Park Square in Boston abgesetzt hatte. Wochen später beschaffte die Polizei ein neueres Foto und befragte ihn erneut. Der Fahrer sagte, er sei sich nicht mal sicher, dass das Mädchen, das er abgesetzt hatte, Lorraine war. Dann geht es einmal um das Verschwinden eines anderen Mädchens. 6 Wochen nach Lorraines Verschwinden verschwand Denise Genault, eine 25-jährige Frau, die 2 Blocks von Lorraines Haus entfernt wohnte, aus einer Bar in Manchester. Jahrzehnte später stellte die Polizei fest, dass der mutmaßliche Serienmörder Terry Peder Rasmussen unter dem Pseudonym Bob Evans in der Gegend lebte. Rasmussen bekannte sich später des Mordes an seiner Frau in Kalifornien im Jahr 2003 schuldig und starb 2010. Die Behörden gehen davon aus, dass Rasmussen an bis zu 6 weiteren Morden und oder Verschwinden beteiligt war, darunter auch eben von Denise, die 1981 in Goostown verschwand und nie gefunden wurde, sowie die Beerbrock-Morde, die sich auf 4 weibliche Mordopfer beziehen, die zwischen 1985 und 2000 im Beerbrock State Park gefunden wurden. Eines der Opfer war die leibliche Tochter von Rasmussen. Dann geht es nochmal um die Anrufe. Am 1. Oktober 1980 stellte Judith fest, dass ihr 3 Telefonanrufe in Kalifornien berechnet worden waren. Aber sie hatte dort keine Freunde oder Verwandten. Und Lorraine hatte nie Verbindungen zu der Gegend gehabt. 2 Anrufe wurden von einem Hotel in Santa Monica ausgetätigt. Ein weiterer von einem Hotel in Santa Ana aus. Wobei letzterer an einer Hotline für sexuelle Hilfe für Jugendliche gerichtet war. Die Ermittler sprachen mit dem Arzt, der die Hotline unterhielt, und er bestritt zunächst, etwas von dem Anruf gewusst zu haben. 5 Jahre später, im Jahr 1985, rief Carol Jensen, das ist eben die Ermittlerin der Organisation Wings for Children, den Arzt an und dann änderte er seine Geschichte. Er behauptete, dass zahlreiche junge Frauen und Ausreißerinnen
seine Frau gelegentlich zu Hause besuchten und dass eine der Mädchen möglicherweise Lorraine gewesen sei. Er hat auch angegeben, dass Annie Sprinkle, eine Sexualpädagogin und ehemalige Darstellerin in Erwachsenenfilmen, die angeblich seine Frau kannte, Informationen über Lorraines Verschwinden und das anderer entlaufener Mädchen gehabt haben könnte. Sowohl die Ermittler von Wings for Children als auch das National Center for Missing and Exploited Children konnte jedoch keine Beweise finden, dass Sprinkle mit Lorraines Verschwinden in Verbindung steht. Im Laufe des Jahres 1981 behauptete Judith, zahlreiche mysteriöse Telefonanrufe von einer unbekannten Person erhalten zu haben, die sie immer um ca. 3.45 Uhr morgens erhielt. Bei diesen Anrufen behauptete Judith, der Anrufer habe nie gesprochen. Die Telefonanrufe wurden nach Lorraines Verschwinden noch mehrere Jahre lang fortgesetzt und häuften sich während der Weihnachtsferien. Die Anrufe hörten schließlich auf, nachdem sie einige Jahre nach Lorraines Verschwinden ihre Telefonnummer geändert hatte. Lorraines Tante Janet Roy berichtete ebenfalls, dass nach ihrem Verschwinden mehrmals ein junges Mädchen das Telefon der Familie Roy anrief und mit Roys Sohn Michael sprechen wollte. Immer wenn Michael den Hörer abnahm, war der Anrufer stumm. Roy glaubte, dass es sich bei dem Anrufer um Lorraine gehandelt haben könnte, da sie Michael mit Mike ansprach, einem Spitznamen, den nur Lorraine für ihren Cousin benutzte. Janssen besuchte Kalifornien im Jahr 1986. Sie machte die Hotels ausfindig, von denen aus die Anrufe im Oktober 1980 getätigt worden waren. Sie fand heraus, dass eines der Hotels möglicherweise von einem CP-Grafen namens Dr. Z als Drehort benutzt worden war. Janssen war jedoch nicht in der Lage, Dr. Z mit der Hotline in Verbindung zu bringen. Im selben Jahr erhielt ein Jugendfreund von Lorraine namens Roger Moraes einen Anruf von einer Frau, die behauptete, Lori oder Lorraine zu sein. Moraes Mutter nahm den Anruf entgegen und erklärte, dass die Frau behauptete, die frühere Freundin ihres Sohnes zu sein. Moraes war mit Lorraine ausgegangen, als die beiden etwa 12 Jahre alt waren. Dann gab es noch vermutete Sichtungen oder vermeintliche Sichtungen. 1981, nach Erhalt der Anrufe vom Oktober 1980, behauptete eine enge Freundin von Lorraines Tante, Jobeth Swanson, sie an einem Busbahnhof in Boston gesehen zu haben. Diese Sichtung blieb unbestätigt. Eine weitere unbestätigte Sichtung erfolgte 1988, als ein Zeuge behauptete, eine Sexarbeiterin in Anchorage, Alaska gesehen zu haben, die auf Lorraines Beschreibung passte. In den späteren 1980er Jahren heiratete Judith wieder und zog nach Florida. Sie hat erklärt, dass sie glaubt, dass ihre Tochter die Anrufe im Oktober 1980 von Kalifornien aus getätigt hat. Der ungenannte männliche Freund, der in der Nacht, in der Lorraine verschwand, mit ihr Alkohol trank, ging 1985 in den Freitod, obwohl die Strafverfolgungsbehörden ihn nie als Verdächtigen in Bezug auf ihr Verschwinden betrachteten. Die mit Lorraines Fall betrauten Ermittler haben erklärt, dass sie von einem Verbrechen ausgehen. So, das war der Fall von Lorraine Ann Aran. Dieser Fall ist in der Tat irgendwie schon mysteriös. Vor allen Dingen, wenn man einmal guckt, die Mutter kommt nach Hause und im gesamten Haus auf allen drei Etagen sind die Glühbirnen daraus gedreht und es ist dunkel. Welchen Sinn sollte das haben? Und dann liegt die Freundin im Bett von Lorraine. Lorraine selber ist weg. Die Hintertür steht offen. Und ja, die Freundin sagt dann, sie kann sich ja nichts erinnern, was dort passiert ist in der Nacht, wegen des Alkoholrausches. Und das waren drei Leute, die hatten Sixpack Bier und eine Flasche Wein. Also ich denke mir mal schon, dass man davon
angetrunken sein kann, wenn man Alkohol nicht so viel trinkt. Aber ich glaube nicht, dass man davon einen massiven Rausch bekommt und sich an nichts mehr erinnern kann. Und warum hat sich dieser männliche Freund dann selber getötet, wenn er mit dem Fall wohl nichts zu tun hatte? Oder zumindest erglaubten die Ermittlungsbehörden das jetzt zumindest, denn sie haben nicht gegen ihn ermittelt. Also schon ziemlich mysteriös. Ich will mal gucken, ob ich in dem Fall nochmal weitere Informationen bekomme und mach dann gegebenenfalls, wenn es noch irgendwelche weiteren interessanten Informationen dazu gibt, nochmal ein weiteres Video zu dem Fall. Zunächst einmal bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!